Heute am 1. Mai und am Tag 16 der Rieser Kulturtage darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Natürlich begrüße ich Sie alle, die Sie am heutigen Thema interessiert sind. Natürlich auch die vielen Stammgäste, die seit 2 Wochen fast jeden Abend zugeschaltet sind und möglicherweise heute Abend noch ein paar von Schwäschi. Jedenfalls freuen wir uns über das große Interesse. Und zur Halbzeit unserer Kulturtage darf unser erster Vorsitzender wieder mal selber referieren mit einem, wie ich finde, recht spannenden Thema. Vorstellen brauche ich den Referenten nicht groß. Die meisten von Ihnen wissen ja, an wie vielen Fronten sich der unermüdliche Forscher für die Geschichte seiner Heimat einsetzt. Heute Abend geht Gerhard Beck sozusagen zurück zu seinen Wurzeln, an den Ort, an dem er aufgewachsen ist. Um Erdbüro Lindig-Wölbegger, also um Schwörsheimer Geschichte geht's heute. Sicher beleuchtet der Gerhard es umfangreich und von allen Seiten, also mindestens Heimat-, Orts-, Vor- und Früh-, Häuser-, Familien-, Forst- und Landwirtschaftsgeschichtlich. Und sicher wird sein Vortrag ein würdiger Ersatz für die Exkursion sein, die eigentlich heute Nachmittag stattgefunden hätte. Und somit übergebe ich das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Und wenn man so aus dem Fenster schaut, ist man ganz froh, dass man die Exkursion nicht machen muss, sondern dass man es hier in der warmen Stube sich das Ganze anhören kann. Auch wenn es schade ist, man könnte natürlich sehr viele Dinge in der freien Natur wesentlich besser zeigen. Ein paar Sachen sind einfach nur vor Ort wirklich zum Erkennen oder zum Beschreiben, aber ich versuche mein Bestes und will jetzt mit einer Präsentation, die ein bisschen abgewandelt so schon gehalten worden ist, Ihnen das Ganze erklären. Das Thema Schwörsheim, das Dorf, die Bewirtschaftung der Felder und des Waldes, natürlich auch die Kartoffeln, ganz klar gehört untrennbar zusammen. Also der Titel wurde etwas abgewandelt. Ursprünglich sollte die Exkursion auch ein bisschen auf die Erzgrube eingehen. Ein anderes Thema, aber wir machen jetzt einfach einen Rundumschlag durch das Dorf, durch die Geschichte des Dorfes, durch die Bewirtschaftung von Wald und Feld, die Familien und so weiter. Weil wir heute den 1. Mai haben, habe ich ein Bild aus vergangenen Tagen, Maibaum, als an diesem Datum noch groß gefeiert werden konnte. Ich habe mir gerade einen Nachruf schicken lassen, der wohl am Schwörsheimer Maibaum heute hängt. Nachruf auf das Vereinsleben. Hoffentlich wird es nicht so krass, dass sich auch vieles wieder, wenn die Corona-Zeit mal vorbei ist, wieder einrenkt. Schwörsheim, ich habe hier eine geologische Karte, liegt im Rieskessel, im Rieskrater an der Wörnitz. Wir haben hier die durchaus abwechslungsreiche und unterschiedliche Struktur von den Rieserandgebieten. Also wir haben unterschiedliche Gesteinsformationen und im Rieskessel selber ist vor allem vorherrschend der Rießsediment aus der Zeit des Rießsees und darüber hat sich im westlichen und südlichen Ries Lössboden fruchtbarer abgelagert. Im Bereich von Schwörsheim, Speckbrody, Rudelstetten finden wir vor allem Sandauflagerung. Es sind vor allem Schwemmsande von der Wörnitz, aber auch Flugsande, die dann bis in den Bereich von Wemding sich abgelagert haben. Und diese Begebenheit führt dazu, dass eben der Schwörsheimer Boden sehr sandig ist.
Es hat sich auch Raseneisenerz in diesen Sandablagerungen gebildet. Wir hätten am Startpunkt der Exkursion am Sportplatz den Flurnamen Erzgrube. Und dort findet man auf dem Acker, wenn gepflückt ist, immer wieder solche Erzbrocken, die in der keltischen Zeit auch zum Eisengewinnen genutzt worden sind. Aber das können wir hier leider nicht anschauen. Schwörsheim an der Wörnitz gelegen, hat immer zu kämpfen mit Hochwasser. Die Hochwasserausdehnung geht manchmal bis an die Ortschaft fast heran. Und hier sehen wir so ein Bild einer Seenlandschaft. Die Vor- und Frühgeschichte ist natürlich immer auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben in Schwörsheim eine ganz dichte Besiedlung von der Altsteinzeit, Mittelsteinzeit runter bis zu den Römern mit sehr vielen schönen Fundstücken, die teilweise in der Vitrine bei mir hier nebenan liegen oder aber auch im Museum in Oettingen oder Nördlingen. Und hier sehen wir eine Karte. Die ganzen Punkte sind Fundstellen, die also aus den vorgeschichtlichen Epochen zu verzeichnen sind. Hier ein paar Impressionen von solchen Grabungs- oder Lesefunden. Hier wurde also eine römische Graburne gefunden. Das war einer der frühen Funde von Werner Paar und Johann Renner damals. Im Acker vom Schneller war das damals im Hintergrund. Das ist dann ein Urnenfelder zeitlicher Grabfund, also das Inventar daraus, eine Bronzenadel, ein Messer, eine Schmuckperle. Und so sieht es aus, wenn man eine Untersuchung macht, also bei der Anlage dieses Wasserreservoirs wurde auch archäologisch untersucht. Und hier sieht man solche Postenlöcher von einem vorgeschichtlichen Haus. Die Reihe deutet eben darauf hin, dass es hier ein Haus gegeben hat, die Holzpfosten sind vergangen und zeichnen sich hier als dunkle Flecken ab im Boden. Schwörsheim selber war früher nur ein kleiner Weiler, ist aus zwei Höfen entstanden. Hier haben wir einen Rekonstruktionsversuch aus der Zeit um 1600. Und aus diesen zwei Urhöfen haben sich dann insgesamt 7 Bauernhöfe oder Lehngüter gebildet, die ich hier grau hinterlegt habe. Und das andere waren alles Söldengüter, also kleinere Anwesen ohne festen Feldbesitz. Der Schwörsheimer Weiher war früher am Ortsrand am nördlichen, ist mittlerweile ja durch Wachstum der Ortschaft in die Mitte gekommen und bildet das Dorfzentrum. Früher war das wirklich am Rand gelegen. Wir sehen hier auf dieser Karte auch die Zufahrtsstraße von Wechingen von Süden, ging damals nicht hier im Bereich der Raiffeisenbank in diesem Bereich durch, sondern im Bereich der Meiergasse, Kirchgasse ging das früher direkt durch und dann bis an die Kirche nach vorne. In Schwörsheim haben wir das große Glück, dass wir über die Flurkarte und über die Teilung der Felder relativ gut die Entstehung des Ortes und der Höfe rekonstruieren können. Also wir haben hier in der Ortschronik von Schwörsheim 2006 ist die herausgekommen in maßgeblicher Mitwirkung vom Christian Bauer Senior, der ja mittlerweile verstorben ist. Da ist diese Karte auch drin
Und hier kann man eben die einzelnen Stufen der Ortsentwicklung recht schön ablesen. Wir haben diese beiden Urhöfe mit der recht bescheidenen Urflur auf den Sandböden. Dann später wurde erweitert, auch auf die noch sandigeren Böden wurde dann weitergegangen mit Rodung von Waldflächen. Es wurde also hier im Bereich Richtung Sportplatz der Wald abgerodet und zu Ackerland umgewandelt. Auch hier Richtung Lindig. Im Bereich von Heid, das aus drei Urhöfen entstanden ist, gab es auch die Urflur. Allerdings haben wir hier einen fast entgegengesetzten Prozess. Wir haben hier das Schwörsheimer Feld, das Ackerland war und das mittlerweile zum allergrößten Teil durch Wald bewachsen ist. Also am Sportplatz, das war früher alles Ackerland der Bauern von Heid. Jüngere Entwicklungen sind dann die Verteilung der Gemeindeweiden und die zunehmende Nutzung der Grünflächen an der Wörnitz und die Urbarmachung dieser Felder oder dieser Wiesen und der Umbruch mittlerweile auch zu Ackerland. Die Ersterwähnung von Schwörsheim ist im Jahr 1156 passiert. Diese Urkunde wird in der Literatur immer als sehr unschönes Objekt beschrieben. Also das ist wohl eine Urkunde, die dann später als Einband verwendet worden ist, die auch abgeschnitten worden ist. Und die müsste in München im Staatsarchiv liegen, im Hauptstaatsarchiv, und ist gar nicht vollständig erhalten. Und deswegen kaum herzeigbar, deswegen habe ich hier ein Foto von der Ersterwähnung von Heid aus dem Jahr 1307. Das ist schon ein wesentlich schöneres Stück, eine komplette Pergamenturkunde, die sich in Harburg im Archiv befindet. Und es geht darum, um den Verkauf eines Bauernhofes in Heid beim Melcher an das Kloster Kirchheim. Also dieser Hof wurde damals an das Kirchheimer Kloster veräußert. Es gab in Schwörsheim eine ganze Reihe von Grundherrschaften, Schwörsheim und Heid, die hier was zu sagen hatten, die ihre Untertanen hier hatten. Ursprünglich hatte das Bistum Eichstätt große Bedeutung im Ort, wurde dann später immer stärker zurückgedrängt von den Oettinger Grafen und später dann Fürsten. Wir sehen hier das Oettinger Schloss. Besonders viel Besitz hatte auch das Kloster Zimmern in der Mitte des Rieses, hatte etliche Anwesen, auch Kloster Auhausen hatte einige Bauernhöfe unter sich und schlussendlich auch noch der Deutsche Orten, hier das alte Deutsche Haus in Oettingen, das im Zweiten Weltkrieg bei der Bombardierung zerstört worden ist. Im Wesentlichen haben die Oettinger Grafen und Fürsten dann die Oberhoheit über das Dorf an sich gezogen und später wurde ja dann durch die Teilung der Grafschaft auch die konfessionelle Teilung besiegelt. Der Prager Fenstersturz im Jahr 1618 hat den 30-jährigen Krieg eingeläutet und wir haben hier in Heid die Situation, dass nach der Schlacht bei Nördlingen 1635 war im Folgejahr eine große Hungersnot, dass in dieser Zeit der Weiler komplett verlassen worden ist und erst viele Jahre später, 1661, dann wieder angefangen
worden ist, den Weiler aufzubauen. In Schwörsheim war es ganz anders. Da sind nur etwa ein Viertel der Häuser öde geworden. Das heißt also, dass die verlassen wurden in dieser Zeit. Und im Vergleich zu anderen Ortschaften in der Umgebung ist es ein relativ guter Schnitt. Also wir haben in Laub relativ wenige ödliegende Höfe, während Wechingen, Munningen, Holzkirchen in den Ortschaften sehr viel mehr öde gestanden ist nach dem Krieg oder zum Ende des Krieges. Wir haben also vielerorts die Hälfte des Dorfes, das leer gestanden ist. Mancherorts war zeitweise überhaupt nichts mehr, so wie in Haid, in den kleineren Weilern natürlich, oder die Einzelhöfe wurden auch überwiegend ganz verlassen, oder auch Dornstadt war auch eine Zeit lang ganz unbewohnt. In Schwörsheim eben war es nicht der Fall. Wir können davon ausgehen, dass die Leute einfach auch im Wald sich versteckt haben, aber auch durch ihre Handelskontakte natürlich die Möglichkeit hatten, das Vieh oder Vorräte in die Städte zu Bekannten zu bringen. In der Zeit des Wiederaufbaus muss der Münzschatz von Schwörsheim versteckt worden sein. Es wurde 1959 in einem Wohnhaus, beim Abbruch eines Wohnhauses, ein Schatz mit 20 Gold und 130 Silbermünzen entdeckt. Und die wurden in der Zeit kurz nach dem 30-jährigen Krieg verborgen. Die Frau Dr. Grünenwald hat diesen Münzschatz offenbar kurz zu Gesicht bekommen, hat den ein bisschen beschrieben, ein bisschen sortiert, die Münzen nach der Herkunft. Es sind auch wohl zwei Münzen aus dem Orient mit dabei gewesen. Die Laufzeit war 1598 bis 1657 und die Tatsache, dass in einem Dorf auch Goldmünzen gefunden werden aus dieser Zeit, ist doch außergewöhnlich. Also dieser Kaspar Bauer, der damals auf diesem Anwesen gelebt hat, hatte eine Gastwirtschaft und hat sich hier durch Handel auch hier ein kleines Vermögen zusammengebracht. Warum er es versteckt hat, ist natürlich unklar. Auch sind die Münzen alle verkauft worden über einen Offizier, einen amerikanischen, heißt es in Nürnberg, seien die wohl an den Handel gegangen. Es gibt noch ein paar Münzen im Dorf bei der Familie, die allerdings wahrscheinlich gar nichts mit dieser Geschichte zu tun haben, weil hier auch die Jahreszahl 1566 gar nicht dazu passt. Also wahrscheinlich hat der Händler hier ein bisschen ausgetauscht und eine abgegriffene den Leuten gegeben. Eine Karte aus dieser Zeit zeigt das Schwörsheimer Kirchlein, früher nur eine kleine Kapelle mit einem Dachreiter. Wir sehen hier eine jüngere Darstellung und da ist schon angebaut worden. Also die alte Kapelle war hier nur halb so groß. Hier sehen wir zwei Innenaufnahmen der alten Simultankirche St. Leonhard aus den 30er und 50er Jahren. Damals wurde ja die Kirche von beiden Konfessionen gemeinsam genutzt und es war in Schwörsheim durch die Aufteilung des Dorfes, durch die beiden Grafschaftslinien, ein strenges konfessionelles Gleichgewicht, das über die Jahrhunderte beachtet worden ist. Es war immer zum Beispiel bei den Schullehrern und bei den Mesnern so. Es war einmal ein evangelischer dran, dann ein katholischer oder umgekehrt. Bei den
ganzen wichtigen Ämtern, bei den Feldgeschworenen oder Bürgermeistern, bei der Kirchenverwaltung, die ja gemeinsam gemacht worden ist, war es auch so, dass immer ein katholischer und ein evangelischer dabei war. Und wenn der Bürgermeister katholisch war, dann war der Stellvertreter automatisch evangelisch. Also da wurde sehr stark darauf geachtet. Mittlerweile ist es natürlich alles Geschichte. Es hat sich auch das konfessionelle Gleichgewicht etwas verschoben. Es gibt also mehr katholische Familien im Dorf mittlerweile durch den Zuzug von Heimatvertriebenen unter anderem und durch die auch etwas stringentere katholische Familienplanung. Also hier sehen wir ein Bild der Erstkommunion und üblicherweise sind es immer etwas mehr als bei den Konfirmanden auf der evangelischen Seite. Hier ein paar Bilder. Die katholische Gemeinde hat 1954/55 eine neue Kirche gebaut, auch eine St. Leonhardskirche am Dorfweiher, und das bildet mittlerweile ja auch ein schönes Ensemble. Die Kirche war durch die Heimatvertriebenen und auch durch das Wachstum der Gemeinde zu klein geworden, und deswegen wurde dieser Neubau errichtet. Die evangelische Gemeinde hat dann die alte Simultankirche erworben und umgebaut. Das sehen wir rechts im Bild. Und als Beispiel zwei wichtige Pfarrer, die vielen auch noch im Gedächtnis sein dürften, zumindest in Schwörsheimer, den älteren Pfarrer Georg Winkelbeiner, der hier in dem 1929 erbauten Pfarrhaus tätig war, 54 Jahre lang. Und Hans Brunotte, der evangelische Pfarrer in Wechingen, war ja der Pfarrsitz damals, der 24 Jahre lang hier gewirkt hat. Noch ein paar Ausstattungsgegenstände. Der alte Taufstein befindet sich mittlerweile in Rühlingstetten. Der stammt aus dem Jahr 1493 und wurde dorthin verkauft. Diese Madonnenfigur, die älteste der vier heiligen Figuren in Schwörsheim, stammt aus der Zeit um 1300 nach Fachleute Meinung und gehört damit zu den wirklich sehr alten derartigen Kunstgegenständen. Das alte Altarblatt vom Altar der Simultankirche hat auch noch eine ganz nette Darstellung der alten Kirche. Es wurde bei dieser Aufteilung herausgenommen, befindet sich in der katholischen Kirche jetzt, und in der evangelischen der Altar selber mit einer moderneren Darstellung, über die man auch streiten kann. Die Schulen in Schwörsheim sind natürlich auch geprägt vom konfessionellen Gleichgewicht. Es war früher immer so, dass wenn ein katholischer Schulmeister tätig war und der aufgehört hat, dann wurde der durch einen evangelischen ersetzt. Also es war hier immer ein strenger Wechsel über die Jahrhunderte. Die meisten Dorfkinder waren natürlich eher bildungsfern. Wir haben allerdings ein Beispiel von einem Kaspar Hörtle, der im Meierhof in Schwörsheim aufgewachsen ist und der 1640 in Straßburg studiert hat, später dann auch Pfarrer geworden ist und wieder ins Ries zurückgekommen ist. Auf dem Luftbild hier unten sieht man die beiden alten Konfessionsschulen, die evangelische Schule, die ab 1783 hier bestand, wurde 1871 durch einen Neubau ersetzt, steht auch heute noch.
Und hier die katholische Schule, die 1828 erbaut worden ist, 1865 dann neu gebaut worden ist, ist mittlerweile abgebrochen. 1962, dann rechts unten im Bild, kam es zu einem Neubau und ab 67 gab es dann die Gemeinschaftsschule. Hier als Beispiel ein Schulbild, die damals überkonfessionelle Schule 1939 mit der großen Anzahl an Schulkindern. Manche erkennt man schon vom Geschlecht, wenn man die Leute kennt. Und wir haben Gott sei Dank auch hier der Dank an Christian Bauer Senior, der damals die ganzen Schulbilder, Konfirmationsbilder in mühsamer Arbeit beschriftet hat und hier alle Namen in der Chronik dokumentiert hat. Die Kirchenbücher beginnen für die evangelischen Schwörsheimer in Wechingen sind die dokumentiert schon mit dem Jahr 1565, also sehr früh. Die katholischen Matrikeln von Heinsfahrt beginnen erst mit dem Jahr 1639. Hier ein Bild der ersten dokumentierten Hochzeit von Schwörsheim, natürlich ein Hertle, wie könnte es anders sein? Johannes Hertlin, Meier zu Schwersee, also Johannes Hertle, Meier, Bauer in Schwörsheim, hat mit Margareta Stehelins Tochter und so weiter Hochzeit gehalten. Also wunderbare Schrift von diesem ersten Pfarrer, der hier tätig war. Die Ergebnisse dieser Forschungen, die wir gemacht haben, sind im Ortsfamilienbuch auch dokumentiert. Man kann da sehr schön auslesen, wo die ganzen Familien herstammen, wie sie zusammenhängen. Und in Schwörsheim gibt es ein ganz altes Geschlecht, die Familie Bauer, die seit 1491 urkundlich bezeugt ist, aber wahrscheinlich noch weiter zurückreicht und eigentlich das älteste Schwörsheimer Geschlecht darstellt. Es wird auch dokumentiert mit dem Bauerschen Stiftungsacker, einem etwa einen Hektar großen Grundstück, mittlerweile mit Wald angepflanzt in der Nähe vom Sportplatz. Also man fährt, wenn man in den Wald fährt, nach Megesheim direkt daran vorbei. Und dieser Acker war früher aufgeteilt in einen katholischen und in einen evangelischen Acker. Und jeweils der Älteste des Bauerschen Geschlechtes hatte das Recht zur Nutzung dieser Grundstücke. Die Namen sind seit 1583 überliefert und es war dann nicht nur so, dass die Schwörsheimer, der Älteste von Schwörsheim, das Nutzungsrecht hatte, sondern auch die Weggeheirateten teilweise. Und so gibt es hier Nutzungsansprüche in Nittingen, Oettingen, Megesheim, Rudelstetten, aber es ist dann schließlich immer wieder nach Schwörsheim zurückgefallen. 1809 ist die katholische Linie der Bauers ausgestorben und so wurde das dann vereinigt und mittlerweile sind diese Besitzverhältnisse auch etwas reguliert worden. Zur Entstehung, es ist gar nicht ganz klar, wie es dazu gekommen ist. Es gibt eine Legende von einem adligen Fräulein, das sich im Wald verlaufen hätte und in dieser Gegend wieder aus dem Wald herausgekommen wäre und aus Dankbarkeit dann diesen Acker gestiftet haben soll. Aber das halte ich für ein Märchen oder für eine Legende, die wenig Inhalt hat, weil nämlich früher, wir sehen es hier auf dieser Karte ja auch, links überhaupt kein Wald war und
der Schwörsheimer Wald auch gar nicht so dicht war. Früher waren hier auch sehr viele Ackerflächen, sodass man sich hier nur mit sehr viel Fantasie vorstellen kann, dass sich jemand da ernsthaft verlaufen sollte. Die Familie Hartle ist seit 1497 in Schwörsheim nachgewiesen, gehört also auch zu den ganz alten Familien. Und wir haben hier im alten Friedhof auch ein paar Grabdenkmäler, die von dieser Familie stammen. Im Laufe der Zeit haben sich aus dem Stammvater dieses Geschlechts, dem Lorenz Hartle, über mehrere Söhne, viele Enkel und noch mehr Urenkel, dann eine ganze Reihe an Hartle-Familien entwickelt, im Dorf Schwörsheim selber, dann auch in den Nachbardörfern, und wir haben im Ries, Heuberg, Heinsfahrt, Munningen, Wechingen sind also alle Hartle, die im nördlichen Bereich des Rieses zu finden sind, stammen alle von diesem Urvater, dem Lorenz Hartlin, ab. Auf der linken Seite eine ganz interessante Darstellung. Hier haben 1624 zwei Hartles heiraten wollen, eine Eva Hartle und ein Martin Hartle. Dann wurde überprüft vom Konsistorium, also vom herrschaftlichen Ehegericht, ob die beiden überhaupt heiraten dürfen, ob sie nicht zu nah verwandt sind. Das wurde dann geklärt und glücklicherweise auch mit dieser Skizze aufgezeichnet, wie sie verwandt sind. Und wir kommen also hier auf diesen ganz alten Lorenz Hartlin zurück, der Urgroßvater dieser beiden gewesen ist. Rechts im Bild die goldene Hochzeit beim Schlamber, also auch die Familie Hartle. Das ist hier nur ein kleiner Teil der Verwandtschaft, die gefeiert hat. Und man kann daran ablesen, wie sich diese Familien im Laufe der Generationen verbreitet haben. Der Stammvater Lorenz Hartle hat 1525 im Bauernkrieg auch kräftig mitgemischt. Er wurde nach der Niederschlagung des Bauernaufstandes inhaftiert von den Oettinger Grafen und wurde dann entlassen, wurde wieder nach Hause entlassen und hat eine solche Urfehde abfassen müssen, also ein Schreiben, dass er sich an den Gefängniswärtern, an den Grafen und seinen Helfern nicht rächen wird. Also das war so ein Schreiben, das bei der Entlassung aus dem Gefängnis zu verfassen gewesen ist. Wir kommen zu den Kartoffeln. Da beginnt die Geschichte eigentlich mit den Weißrüben, lateinischer Name Brassicara. Oben sehen wir so ein Bild. Die Weißrüben wurden früher auf den abgeernteten Getreideäckern angebaut. Auf dem leichten Schwörsheimer Sandboden war das ideal. Und diese Rüben, es wird hier auch im Buch von der Frau Schuckschied beschrieben, die Weißrübe, aber auch die Kartoffel im Jahr 1983. Und diese Weißrüben wurden also früher massenhaft angebaut und sind eigentlich der Vorläufer der Kartoffeln. Die Kartoffeln selber sind hier in Schwörsheim erst ab 1730 etwa angebaut worden, und vorher war die Weißrübe der
Handelsstoff, mit dem die Schwörsheimer unterwegs waren. Und das schon seit Jahrhunderten. Wir haben seit 1625 die ersten Nachweise für diesen Rübenhandel. Also damals wurden diese Weißrüben in die Städte verkauft mit einfachen Pferdegespannen oder mit einfachen Wägen. Auch das alte Schwörsheimer Dorfwappen aus dem Jahr 1846 spielt auf diese Handelstätigkeit ab. Dieses Wappen, das ist so ein Papiersiegel der Gemeinde Schwörsheim, ist nur ganz schlecht zu fotografieren. Deswegen habe ich das mal vor langer Zeit abgezeichnet. Die Weißrübe wurde zu Kraut verarbeitet, also die wurde gehobelt früher und es wurde dann zu Kraut verarbeitet und dann damit haltbar gemacht. Die erste Erwähnung der Kartoffel ist auf diesem unscheinbaren Zettelchen, auch wieder im Harburger Archiv aus dem Jahr 1757. Da wird das Inventar von einem Schneidermeister aus Schwörsheim peinlich genau aufgeschrieben. Und hier finden wir in der fünften Zeile etwa 4/4 Erdbirnen und der jeweilige Wert. Rupsamen, also es gab hier auch noch Rüben damals. Und es wurde hier alles genau aufgezeichnet, bewertet und dann an die Erben aufgeteilt. Die Äcker um Schwörsheim, vor allem im nördlichen und östlichen Bereich der Flur, sind ganz stark durch den Kartoffelanbau geprägt. Wir haben hier eine Kartierung aus dem Jahr 1970, als die Flurbereinigung schon im Gange war. Wir haben also noch die alte Feldereinteilung, aber schon die neuen Wege und Straßen. Und hier rot markiert sind die Kartoffeläcker. Und das Ganze dann ein paar Jahre später mit den neuen Feldzuteilungen. Und man sieht hier ganz deutlich, also die Hälfte der Felder wurde in diesen ganz leichten Böden mit Kartoffeln angepflanzt. Die Kartoffelernte, das war früher reine Handarbeit natürlich, mit dem Häkel und dann wurde die Lagerung in Erdmieten vorgenommen, also in Ruhrba. Man hat also eine Grube ausgehoben, hat das mit Stroh abgedeckt und dann mit Erde. Und so wurde das über den Winter eingelagert auf den Äckern. Der Letzte hat das Ganze bis vor 2-3 Jahren, glaube ich, noch gemacht. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass es verschwunden ist. Hier ein paar Bilder. Das Kartoffelausbringen im März 2021, also ganz aktuell. Und es wurde auch bereits schon im Februar wurden schon Kartoffeln gelegt in Schwörsheim. Das Ganze geht natürlich nur, wenn man die ein bisschen warm einpackt mit der Vliesabdeckung. Und wenn es heuer öfter mal schneit, so wie es dieses Jahr war, dann gibt es auch solche Bilder wie rechts oben. Die Trockenheit ist in Schwörsheim ein Riesenproblem. Die Niederschlagsmengen reichen bei weitem nicht aus und der sandige Boden tut ein Übriges dazu. Und deswegen wird seit einigen Jahren jetzt schon bewässert. Es gibt mittlerweile dieses große Bewässerungsbassin, das auch mit Leitungen dann das Wörnitzwasser direkt an die Grundstücke bringt. Und
so wie es links unten aussieht, ist dann die Bewässerung im größeren Stil. Die Ante wird oder wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr maschinell gemacht. Wir sehen links oben noch, wie die ganze Familie dazu hilft mit Hund beim Glauben von den Frühkartoffeln. Und rechts unten, das ist dann schon ein technischeres Bild mit Vollernter, und mittlerweile werden die Maschinen auch immer größer. Also das stammt auch aus dem 2006er Buch. Da gibt es auch schon größere Apparate. Der Verkauf ist in Schwörsheim immer schon traditionell als Direktvermarktung gemacht worden. Es hat hier fast jeder Schwörsheimer Landwirt, auch die größeren Bauern, fast alle haben die Kartoffeln, vor allem die Frühkartoffeln, selber vermarktet. Es gab hier eine spezielle Aufteilung der umliegenden Städte. Also jeder Landwirt hat seine eigene Ecke gehabt, seine eigene Ortschaft, wo er hingefahren ist. Es gab dann innerhalb der Ortschaften auch noch Aufteilungen nach Straßen teilweise oder Stadtvierteln. Und es war also bei Strafe verboten, dass man hier irgendwo ins Gai vom Nachbarn fährt und da ins Geschäft kaputt macht. Also das sind zwei Marktbilder, die Schwörsheimer kennen, den Schreiner Karl, und rechts in Dondl. Und diese Kartoffelvermarktung hat sich, obwohl der Wandel in der Landwirtschaft natürlich auch voranschreitet, auch in Schwörsheim, hat sich dieser Direktvermarktungshandel immer noch gehalten. Also es gibt noch sehr viele Landwirte, die diese traditionelle Form weiter pflegen und betreiben. In Schwörsheim gab es erstaunlich viele Gastwirtschaften, bis zu 4 Wirtschaften. Traditionelle waren Anfang des letzten Jahrhunderts hier vorhanden. Es gab den Goldenen Stand in Schlamberg seit 1712, links oben im Bild. Dann gab es das Gasthaus zum Hirsch seit 1750, von einem Jäger ursprünglich errichtet. Und dann links unten das Braune Ross, jetzt Eber oder später dann Eber. Und rechts unten die Linde, die eigentlich alte Gastwirtschaft, die Tafernwirtschaft, die jetzt noch den Hausnamen Bäckerwirt führt, also schneller, die Schwörsheimer kennen es. Hier habe ich noch ein paar Bilder zu anderen Handwerksberufen. Wir haben den Wanger, Zimmerleute oder dann einen Besenmacher. Und andere Bilder auch aus der Chronik. Eine langjährige Diakonieschwester, die Schwester Frieda. Und rechts im Bild den Flurer, der beim Ausscheller ist, also der die Neuigkeiten im Dorf verbreitet und die amtlichen Abkündigungen macht. Wir kommen nochmal zur Flurkarte. Das ist jetzt eine farbige mit den Besitzeinteilungen, und man sieht hier, diese einzelnen Farben sind Höfen zugeordnet, und in Schwörsheim war die Hofteilung sehr stark ausgeprägt, wie in vielen Ortschaften. In der Grafschaft Oettingen wurde hier also aus den alten Höfen oftmals halbe Viertelhöfe oder sogar Achtel oder Sechzehntel gemacht. Hier in Schwörsheim zum Beispiel wurde der alte Meierhof mit
40 Hektar Land in vier Teile geteilt. Und man sieht hier zum Beispiel, das war so ein grünes Feldstück dieses Meierhofes. Dann haben die vier Nachfolgebesitzungen oder Besitzer haben hier immer nebeneinander ihre Grundstücke gehabt, hier auch. Und so ist aus den ursprünglich großen Bauernhöfen sind in den allermeisten Fällen dann relativ kleine Einheiten geworden. Die Flurnamen haben wir auch in der Chronik drin. Das sind die Schwörsheimer und Heider Flurnamen, wie sie überliefert sind. Wir haben hier auch ganz klein geschrieben die Feldbezeichnungen, die nur wenige Grundstücke betroffen haben und die auch gar nicht so bekannt waren, nur bei den jeweiligen Eigentümern und die natürlich mittlerweile auch verschwunden sind. Also wir haben in der Zwischenzeit nur noch diese ganz großen Namen, die heute auch die Landwirte noch kennen, weil ja alles auch zusammengelegt worden ist. Und hier auch diese Erzgrube oder Herzgrube, Herzergrub am Sportplatz mit diesem Erzvorkommen. Der Schwörsheimer Wald hat sich auch im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Also es hat früher diese sehr ausgedehnten Rodungsflächen gegeben. Also der Wald ist bis an den Ort herangegangen früher, wurde dann immer weiter abgerodet und in Ackerflächen umgewandelt. Bei Heid war es umgekehrt, ich habe es schon gesagt. Und ein großer Waldbereich war der Lindig, hier östlich des Lindiggrabens. Und im Westen, im Anschluss, wird dieser große Bereich als Talerholz heute bezeichnet. Allerdings ist diese Bezeichnung nicht ganz richtig. Man müsste eigentlich Teilerholz, also die Mundartbezeichnung ist die lange Dorl, also Teile. Und die Teile, das Teilerholz, wurde dann eben von den nicht ganz so ortskundigen Landvermessern zu dem Talerholz und steht jetzt so in jedem Kataster. Das Zochenholz hier oben ist der dritte größere Waldbezirk. Und der Name, ich habe mir den Spaß erlaubt, vor einigen Jahren ein Täfelchen anzubringen in der Nähe vom Wald meines Bruders, weil dieser Name eigentlich nur bei meiner Familie noch bekannt ist. Dieses große Waldstück mit, ich glaube, so 20 Hektar war das ursprünglich, hat zu einer oettingischen Beamtenfamilie namens von Zocha gehört. Die haben in Oettingen bei den Oettinger Grafen gearbeitet als Sekretäre und Beamte und hatten, wie das damals sehr üblich war, so um 1600, sich in Heid, in dem Weiler, zwei Bauernhöfe gekauft und haben hier nacheinander immer mehr Land und Wald dazu erworben. Das Ganze, hier habe ich ein Bild aus Heinsfahrt, hat dann oft so ausgesehen, dass das ein richtiges Schloss war, ein schlossartiger Sommersitz oder Wohnsitz von solchen Adligen oder Patrizierfamilien. Wir kennen das also in Heinsfahrt, wir kennen es in Allerheim oder an der Rillesmühle. Gibt es ähnliche Beispiele. Also in der Zeit um 1600 war das sehr in Mode und auch in Heid gab es eben diesen oettingischen Sekretär und der Name von Zocha hat sich hier in diesem Waldstück erhalten. Das Grabdenkmal von dem Balthasar von Zocha hängt in der
St. Jakobskirche in Oettingen. Und vielleicht sind auch irgendwann mal wieder Gottesdienste in Oettingen. Dann kann man das auch besichtigen. Im Schwörsheimer Wald gibt es auch Wölbecker. Das ist mir ganz neu gewesen. Ich habe letztes Jahr im Wald einen Schwörsheimer getroffen. Wir haben ein bisschen geplaudert. Und dann hat er erzählt, dass in seinem Wald eben diese Wölbungen sind. Ich habe mir das dann angeschaut. Sein Vater, der Altschneider, hat gesagt, das kam von früher. Da haben die hier Ackerwirtschaft betrieben. Und tatsächlich, wenn man in der Literatur schaut, gibt es immer wieder Nachweise, dass in den Wäldern solche Wölbungen, wie man es hier sieht, anzutreffen sind, wo früher einfach im Ackerboden, im Waldboden sich diese alte Ackernutzung erhalten hat. Die heutigen Ackerflächen haben das natürlich alles längst verebnet, aber im Wald hat sich das vielerorts erhalten. Wir haben also Beispiele, wenn man diese Radaraufnahme anschaut, dann sieht man das ganz schön, wie mit einem Rechen gezogen sind diese alten Ackerflächen. Also wir haben hier Wald und hier haben wir das angrenzende Ackerland und hier sind diese alten Ackerflächen. Die müssen schon sehr alt sein, also man muss hier davon ausgehen, dass das schon im Mittelalter genutzt worden ist, weil alle urkundlichen Nennungen von diesen Flächen berichten, dass es eben Gemeindeweide oder dann später Wald war. Hier haben wir dann auch jüngere solche Streifen, die etwas schmäler sind. Also hier gibt es offenbar zu unterschiedlichen Zeiten, denn diese Ackerfläche wurde 1820 noch unter den Pflug genommen. Zu unterschiedlichen Zeiten gab es hier auch offenbar unterschiedliche Breiten. Der Sinn dieser Wölbungen wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Die Abhandlungen schreiben, ob das mit der Technik des Pflügens zu tun hat oder mit der Nährstoffgeschichte. Aber wenn man die älteren Landwirte fragt, die wissen eigentlich alle, was es damit auf sich hat. Wir haben nämlich hier einfach eine Entwässerung zu der Zeit, als es noch keine unterirdischen Drainage-Entwässerungen gab und damals wurde einfach hier so das Oberflächenwasser abgeleitet und in einem nassen Jahr konnte man auf der etwas höheren Mitte dieser Äcker konnte man schon früher anfangen, das zu bewirtschaften oder dann auch überhaupt, wenn es ganz nass war, ließ man halt die Mulde dazwischen einfach ein bisschen aus der Bewirtschaftung raus. Also solche Wölbecker gibt es in Schwörsheim ganz viele. Also es geht hier nach Südosten noch weiter. Es sind am Sportplatz auch welche. Also man findet, wenn man hier diese Aufnahmen sich anschaut, findet man jede Menge. Nicht nur in Schwörsheim, auch in Dornstadt oder Ederheim. Vielerorts sind solche Wölbecker zu sehen und zu finden. Und diese Aufnahme eben ist eine Satellitenaufnahme, die den Bewuchs, also die Bäume, hier wegrechnet. Und dann sieht man hier wirklich jeden Dreckhaufen und jeden Erdhügel und natürlich solche Sachen auch. Der Lindichwald ist auch sehr spannend in meinen Augen. Wir haben hier ein sehr regelmäßiges Grundstück gehabt. 1820 war das noch ganz gut erkennbar. Man sieht es auch heute noch auf den alten Flurkarten. Und dieser Bereich hier, das geht dann hier rüber über den Lindichgraben, ist mit diesen Grenzsteinen abgemarkt gewesen, FÖ oder
FO ist hier immer eingeschlagen. Sehr viele dieser über 30 Grenzsteine gibt es nicht mehr. Die sind natürlich im Laufe der Zeit verschwunden, aber einige sind noch erhalten. Ich habe sie hier markiert. Und dieser Bereich wurde von den Oettinger Fürsten um 1750 zusammengekauft. Also die haben damals hier die ganzen kleinen Privatflächen erworben von den Bauern und haben hier eine herrschaftliche Jagdecke sich eingerichtet. Also diese Lichtung, die hier damals noch existiert hat, war so eine Jagdlichtung, auf der dann das Wild durchgetrieben worden ist und von den herrschaftlichen Jägern erlegt werden konnte. So hat es 1750 ausgesehen, also hier dieser im rechten Bereich dieser regelmäßige Bezirk. Dann hier geht es weiter, hier dann dieses später aufgeteilte Waldstück und dann die einzelnen anderen Stücke. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe jetzt hier noch ein paar Postkarten, alte Ansichten. Hier sieht man noch den Schwörsheimer Weiher, der damals am Ortsrand gelegen hat. Und auch hier ist es deutlich zu erkennen mit dem alten Kirchlein, das damals noch die Simultankirche war. Hier eine Luftaufnahme, auch aus der Zeit um 1920, ganz wertvolle Darstellung, auch hier der Weiher und die Kirche. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Häuserfotos, einfach weil es mir auch recht gut gefällt. Immer diese alten Ansichten, auch wie bescheiden die Leute damals leben mussten oder gewohnt haben. Hier links in der Meiergasse, das damalige Doppelanwesen, also das waren hier zwei Haushalte. Hier ein Blick in die Hauptstraße. In Heid sind diese beiden Anwesen zu finden, der Schwarzländer und der Schein. Und hier auch Haus Nummer 17 beim Schneider oder Haus Nummer 29 beim Ebergottl. Damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich danke dem Gerhard Beck für seinen kurzweiligen Vortrag. Tolle Sache. Sicher hat auch der ortskundigste Einheimische da noch Neues erfahren können. Ich mache gleich weiter. Morgen laden wir zu zwei Veranstaltungen ein. Um 16 Uhr referiert der Historiker Winfried Kiesling über Johann Eustach von Westernach, eine Karriere im Deutschen Orden. Der Vortrag wurde aufgezeichnet und ist auf YouTube zu sehen, kann also auf unserer Homepage abgerufen werden. Live gibt es morgen einen Vortrag, wie gewohnt, abends, aber bitte beachten, um 18.30 Uhr, da berichtet der Dr. Manfred Weudig sozusagen aus dem Tagebuch eines Archäologen über seine Ausgrabungen im Ries in den vergangenen Jahren. Dazu bitte wieder live mit dem üblichen Zugangscode. Und am Montag geht es um 19 Uhr mit Herrn Theo Knoll über Deckengemälde im Saal des Wendinger Rathauses. Und am Dienstag um 19.30 Uhr, also immer die Uhrzeiten beachten bitte, geht es um den Wandel der Rieser Mundart mit Eckhard Greiner, einem gebürtigen Holzkirchener. Und das kann ich Ihnen versprechen, das wird auch eine ganz besondere Sache, auch mit Musik und so weiter. Also dürfen Sie gespannt sein, schalten Sie wieder zu. Und ich kann Sie noch nicht ganz den Samstagabend entlassen, ohne dass ich auf das übliche Spendenkörbchen am Ausgang aufmerksam mache. Da das nicht vorhanden sein kann, werden wir alternativ, kann man die Spende auch über Überweisung oder sonst irgendwas machen. Und falls noch nicht geschehen, werden Sie doch Mitglied in unserem Verein. Das Beitrittsformular finden Sie auf unserer Homepage.
Und somit bedanke ich mich nochmal und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.